Ja, und damit herzlich willkommen zu mittlerweile Episode 4 von Back to the Future in the Game. Die trägt den Titel Double Visions. Tja, und in dieser Episode geht es einfach darum, zu verhindern, dass Edna und Doc, also der junge Emmett von 1931, überhaupt ein Paar werden. Denn wir haben ja schon gesehen, was so passiert ist. Es gab ein ziemlich bescheidenes Hillbilly, das einem Überwachungsstaat ähnelt. Und ja, zum Schluss konnten wir ja Doc trotzdem überzeugen, die Zeitmaschine zu reparieren. Aber da hatte Edna was dagegen und die ist uns auch schön mächtig in die Parade reingefahren. Tja, und jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ganze eben wieder gerade biegen. Nein, ich bin ein erfahrener Spieler, das haben wir ja sonst auch mal angeklickt. Wir wollen gleich starten. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, auch so, weil wir wurden ja auch abgeführt von den, naja, Polizisten, Polizeibeamten in 1986, in dem falschen 1986. Tja, schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Aha, Flyer von Citizen Plus, also Bürger Plus. Was? Wo bin ich? Was ist denn das jetzt? Bürger Plus? Bürger Plus? Verdammt. Wir sind in einer Gefängniszelle. Sehe ich das richtig? Da draußen ist Edna, die alte. Naja. Ich denke mir jetzt mein Teil, bevor ich sowas sag. Das Poster. Das ist nicht sehr entspannt. Nee, ist es auch nicht. In der Tat, ich stimme dir da voll und ganz zu. Wer ist denn da drüben? Jennifer mit ihrer Jen? Munitionsbox. Hey, Jennifer! Das ist ein schalldichter Raum. Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Ja. Gute Idee, Watson. Was haben wir hier oben? Kamera. Sieht nicht so aus, als wäre sie an. Gut. Sprechanlage, da drüben ist eine Gegensprechanlage. Hier ist die Tür, da haben wir unseren Spind mit unserer Gitarre. Wir haben überhaupt kein Inventar im Moment. Tja. Soweit ist es um uns gekommen. Unser Ziel besteht daraus, entkomme aus Martys Bürger Plus. Na, Warteraum. Warteraum steht da, genau. Wir gucken uns mal den Spind an. Jemand hat meine Sachen weggesperrt. Da ist unser Inventar. Die Kombination finde ich niemals allein heraus. Da sind unsere Sachen. Die Zeitung, das Foto von seinem Vater, die Gitarre und. Hier hätten wir die Sprechanlage und die Tür. Wir gehen erstmal zur Tür. Hey, lass mich raus! Schalldichter Raum, da hört dich keiner. Sprechanlage? Sorgen Sie dafür, dass der McFly-Junge für seine Bürger-Plus-Behandlung vorbereitet wird. Ich kümmere mich um meinen Ehemann. Wie geht es, Bürger Brown? Ich befürchte, es ist schlimmer, als wir dachten. Er ist völlig unsozial. Was zur Hölle? Mist. Wir nutzen sämtliche Möglichkeiten, um ihn zu heilen. Die hat doch einen Aber ich Dachschaden. fürchte, nur eine komplette Persönlichkeitswiederherstellung wird unseren Anführer zurückbringen. Voll Und es Gedankenwäsche ist und alles Gehirnmanipulation und was weiß ich. Ich weiß nicht, wie ich es Unglaublich, noch beschreiben oder? soll. Ein einziger aufrührerischer Jugendlicher hat Hill Valley an den Rand des Ruins gebracht. Ja, nun, geben Sie Bescheid, wenn er bereit ist. Ich kümmere mich um Bürger Brown. Ich muss hier raus Oh und ja, Doc retten. auf jeden Fall, ganz dringend. Der liegt allen Ernstes da unten. Boah, der tut mir voll leid. Doc. Der hat seinen eigenen Gedanken, also sieht so aus wie sein eigener Gedankenkontrollhelm, den man ja auch aus den Filmen kennt, umfunktioniert halt. Der Doc. kriegt irgendwelches Gas, das er einatmen muss. Die hat einen Dachschaden, die Alte, tut mir leid, echt. Gegensprechanlage. Martin? Ah, Dad, bist du das? Wer denn sonst? Alter, Wo bist du? überall In der hat Garage der. natürlich. Aber was machst du denn auf der Bürger Plus Station? Edna ließ mich reinwerfen. Das kann sie nicht mit dir machen. Wie kann ich helfen? Yeah, unser Vater ist auf unserer Seite. Ich freue mich ja, dass du hier bist, aber warum bist du hier?
Ich suche nach deiner Mutter. Mom. Ich bin wichtig hier. Wir hatten einen riesen Zoff, nachdem du weg warst und... Naja, sie hat sich für die volle Ladung Burger Plus Behandlungen angemeldet. Wow. Hast du ihr nicht von Biff erzählt? Ich hab's versucht, aber du kennst ja deine Mutter. Wenn sie etwas wirklich will, dann wird sie zu einer echten Naturgewalt. Ich vermute mal, dass ich sie nur finden muss. Dann kann ich es ihr vielleicht noch. Ja, aber erstmal bleibst du hier. Ich brauche Hilfe. Warum kommst du nicht persönlich her? Deine Sorge um Mom ist zwar rührend, aber könntest du nicht persönlich hierher kommen? Oh nein, das kann ich nicht. Ich habe wahrscheinlich eh schon genug Ärger mit der Obrigkeit. Wieso das denn? Nein, in Anbetracht der Situation ist es wohl besser, wenn ich bei den Fernsehern und den Kameras in der Garage bleibe. Mhm. Hast du eine Idee, wie ich rauskomme? Irgendeine Idee, wie ich hier rauskomme? Schau dich nach jemandem in der Nähe um, der bereit wäre, dir zu helfen. Wenn sie solche Schlösser brauchen, bist du sicher nicht der einzige unfreiwillige Bürger plus Patient. Das stimmt. Edna ist außer Kontrolle, Mann. Dad, diese Bürger-Plus-Uhren werden jeden hier in Hill Valley in Roboter verwandeln, angefangen mit Bürger Brown. Ich wusste schon immer, dass digitale Uhren böse sind. Die Uhren sind schon Dad, sondern Edna. Sie ist völlig durchgedreht. Das stimmt. Bürgerin Edna ist wahnsinnig? Das ist nicht gut. Aber es erklärt eine Menge. Ja, hast du eine Idee, wie ich rauskomme? Nee, das hatten wir ja schon. Weißt du zufällig, wie man Kombinationsschlösser knackt? Tut mir leid. Ich kann besser überwachen als Schlösser knacken. Ja, zumindest andere. Naja, ich sag's jetzt lieber nicht. Ich muss in der Zeit zurückreisen. Dad, ich weiß, dass das starker Tobak ist, aber ich muss Bürger Brown retten, damit wir in der Zeit zurückreisen und verhindern können, dass Herr Edna überhaupt erst heiratet. Du hast recht, Sohn. Das ist starker Tobak. Was ist überhaupt Tobak? Also lass uns lieber vergessen, was du gesagt hast und uns auf deine Befreiung konzentrieren. Ich vermute mal. Ja, vielleicht wäre das am besten. Okay. Kann ich irgendwie mit Jennifer reden? Kannst du mich mit Jennifer verbinden? Jennifer Parker? Ja, sie ist in dem Raum neben meinem. Mal sehen, das müsste Warteraum Beta sein. Geschafft. Hab dich durchgestellt, Sohn. Jennifer? Yo. Martin, bist du das? Sieht so aus. Wo bist du? Hier drüben, in der Kamera. Ach, Martin, hast du nicht schon genug Ärger am Hals? Ärger? Jen, was redest du denn da? Wegen der Trinkerei und des... AZÖ. AZÖ? Jennifer, was ist denn los mit dir? Du klingst... sonderbar. Ich war sonderbar, Martin. Aber dank meiner Bürger-Plus-Behandlung bin ich auf dem besten Weg, ein normaler, ausgeglichener Teenager zu werden. Lieber nicht. Bürger-Plus? Ach nein, Jen. Da drüben nicht ist die Alte. Auch noch. Da drüben war, Edna. Warum ist deine Tür offen? Da ich meine Bürger-Plus-Behandlung beendet habe, darf ich hingehen, wohin ich will. Ich warte nur darauf, dass mich die nette Wache nach draußen begleitet. Ja, aber da kannst du jetzt auch schon hingehen, wo du willst. Wie spät ist es? Hey, weißt du, wie spät es ist? Nein. Du hast eine Uhr, Gottverdammt. Haben sie dir nicht so eine Art Digitaluhr gegeben, nachdem die Hirnwäsche vorüber war? Die Bürger-Plus-Uhr? So eine kriege ich frühestens nach 5, 6 weiteren Behandlungen. Ach Mann. Na toll. Wie bist du hierher gekommen? Wie bist du eigentlich in das Bürger-Plus-Programm geraten? Mein Dad hat mich angemeldet und das ist auch gut so. Ich war völlig außer Kontrolle. Mir gefiel es irgendwie. Ja, das interessiert dich nicht, ich weiß schon. Hol mich hier raus, ey. Könntest du mir vielleicht helfen, auszubrechen, wenn du gehst? Ach, Martin, das kann ich nicht tun. Das ist gegen die Regeln. Welche Regeln? Kannst du mich besuchen kommen? Okay, vergiss den Ausbruch. Könntest du mich besuchen kommen? Ich bin schon ganz einsam hier. Ich glaube, ein Treffen wäre keine gute Idee, solange du deine erste Bürger-Plus-Behandlung noch nicht hinter dir hast. Scheiß auf Bürger-Plus. Ganz einfach, weil deine verflixten Hormone außer Kontrolle sind, Martin. Wer wird hier gerade aggressiv? Komm wieder zu dir. Jen, komm wieder zu dir. Das ist nicht dein wahres Ich. Ich meine, es ähnelt deinem wahren Ich, aber es ist nicht dein wahres Ich in dieser Zeitachse. Wow, das ist... Ja, es scheint verrückt. Ist es auch. Du bist nicht verrückt, Martin. Nur krank. Ich weiß, wie es ist. Ich war ja auch krank. Aber jetzt werde ich nie wieder einen Buick besprühen oder mir Rockmusik anhören. Nur noch Klassik oder was? Schwierig, schwierig. Edna verwandelt alle in Roboter. Jen, dieser ganze Bürger-Plus-Kram ist Betrug. Edna nutzt ihn, um die Kontrolle über alle in Hill Valley zu übernehmen, inklusive ihres Mannes. Bürgerin Edna sagte mir, dass du Wahnvorstellungen hast. Aber mir war nicht bewusst.
Ich habe keine Wahnvorstellung. Wie? Wie war denn deine Bürger-Plus-Behandlung eigentlich so? Sie war... Nun, das ist komisch. Ich kann mich nicht erinnern. Muss eine Nebenwirkung der Behandlung sein. Aha. Ja. Kannst du vielleicht noch ein Weilchen dableiben? Es ist schön, mit jemandem reden zu können, weißt du? Ich warte hier, bis mich der Wachmann abholt. Aber dann muss ich ihm erzählen, dass du Zugriff auf die Kameras hast. Ach komm schon, sei kein Spitzel. Ich bin kein Spitzel. Ich bin ein guter Bürger. Da ist ein Riesenunterschied. Wie die Kamera schon wieder einen verfolgt. Das ist ja Wahnsinn. Komm, ich will mit dem reden jetzt. Hey, Meister. Hallo. Was? Mach mal auf. Lassen Sie mich raus. Tut mir leid, Sir. Aber Bürger-Plus-Patienten dürfen ihren Warteraum erst verlassen, wenn der Bürger-Plus-Behandlungsraum für die Prozedur vorbereitet ist. Aha, du kannst mich aber nicht einsperren. Sie können mich nicht einsperren, das ist gesetzeswidrig. Ja. Als Sie Ihren Bürger-Plus-Behandlungsvertrag unterschrieben haben, gaben Sie der Bürger-Plus-Station rechtliche Handhabe, Sie bis zum Beginn Ihrer Bürger-Plus-Behandlung zu inhaftieren. Echt mal? Ich hab nichts unterschrieben. Natürlich haben Sie das. Bürgerin Edna selbst hat mir die Papiere übergeben. Ja, das ist Unterschriftenfälschung. Na klar hat sie das. Sie werden mir wohl nicht glauben, wenn ich Ihnen sage, dass Edna meine Unterschrift gefälscht hat. Der Witz war gut, Sir. Das ist aber so. Sie werden mir wohl nicht glauben, wenn ich Ihnen sage, dass Edna meine Unterschrift gefälscht hat. Der Witz war gut, Sir. Kann ich was zu essen haben? Hey, könnten Sie mir vielleicht einen Burger oder sowas ähnliches bringen? Ich hatte bisher nur einen Tofu-Hotdog. Die Regeln der Bürger-Plus-Behandlung besagen bedauerlicherweise, dass Sie die Prozedur mit leerem Magen beginnen müssen. Wer hat diese Regeln gemacht? Welcher Idiot. Warum ist mein Kram in einem Spind? Um zu gewährleisten, dass Bürger-Plus-Patienten sich keinen Schaden zufügen, werden ihre Habseligkeiten bis zur Vollendung der Bürger-Plus-Behandlung weggesperrt. Toll. Schaden zufügen? Mit einer Gitarre. Das ist ein sehr intensives Programm. Manche verkraften das nicht. Mit einer Gitarre, im Foto, einer Zeitung... Ich weiß gar nicht, was jetzt noch im Inventar war, aber ich habe jetzt nur die drei Sachen gesehen. Damit soll ich mir Schaden zufügen. Gut, ich kann die Gitarre gegen meinen Kopf hauen zum Beispiel oder so. Aber mit der Zeitung sieht es schon schlechter aus und vor allem im Bild. Naja. Die Gitarre lasse ich mir eingehen, aber den Rest, das ist Bullshit. Kann ich einen Blick auf meine Sachen werfen? Kann ich mal einen Blick auf meine Sachen werfen? Wozu? Ich will sehen, ob meine Gitarre gut verstaut ist. Was? Kommen Sie, meine Eltern haben dafür ein Vermögen ausgegeben. Na gut, treten Sie von der Tür zurück. Macht das ernsthaft? Bei so einem unglaubwürdigen Argument? Und, hast du es gesehen? So, Gitarre gut verstaut? Naja, anscheinend schon. Hallo. Hat er jetzt gesehen, wie die Kombination ist? Weiß ich nicht. Aber wir hatten hier noch eine Gesprächsoption. Hallo? Ich will ja natürlich alles ein bisschen durchsprechen hier. Kann ich Jen sehen? Dürfte ich Jennifer Parker besuchen? Sie ist nebenan. Fraternisierung ist Bürger-Plus-Patienten nicht gestattet. Was ist denn Fraternisierung? Das kontaminiert die Behandlung. Okay, dann halt nicht. Ach, Idiot, ey. Hat er das jetzt gesehen? Die Kombination? Die Kombination finde ich niemals allein heraus. Aber wir haben hier eine Kamera. Und unseren Vater an der Gegenseite. Kann ich dir helfen, mein Junge? Ja, hast du die Mutter schon gefunden? Hast du Mom schon gefunden? Noch nicht. Du würdest nicht glauben, wie viele Kameras es hier gibt. Zu viele. Das ist meine Antwort. Ich habe versucht, die Kombination über die Schulter des Wachmanns zu sehen, aber er ist zu groß. Über seine Schulter? Warte mal. Was? Ich hab's vielleicht auf Band. Wieso viel? Ein bisschen wieso zoomen, vieles? Ein bisschen nachschärfen? Ha! Was? Die Kamera war hoch genug, um alles einzufangen. Gute Arbeit, Dad. Die Kombination ist 2 links, 8 rechts, 18 links, 32 rechts. Bitte. Hey, deine Gitarre. Tut mir leid, dass ich sie loswerden wollte. Ja, die Gitarre ist ziemlich cool, aber das hier ist mir wichtiger. Kein Grund, deinen Dad zu Tränen zu rühren. Das ist aber so, das ist die Wahrheit. So, jetzt haben wir endlich unser Inventar wieder. Ich will mir jetzt mal hier wieder das angucken. Kriminalitätsrate wieder so niedrig wie nie.
Klar, weil es ein Polizeistaat ist. Ich hab's die ganze Zeit gesagt. Und es stimmt auch. So. Hallo. Ich hab ne Gitarre. Das... Nee! Du sollst Gitarre spielen und nicht mit der Gitarre dagegen hauen. Wie hohl ist denn der?